Hallo ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Woche und einem neuen Video. Heute geht es um dieses Teil hier. Wir alle haben es, wir alle nutzen es. Manche von uns nutzen es 24 Stunden am Tag. Wir wissen, dass Alexander Graham Bell das Telefon erfunden hat und das war 1876. Schon eine Zeit lang her. Vor Alexander Graham Bell gab es allerdings noch den Physiker Philipp Reis. Er lebte 1834 bis 1874. Philipp Reis wollte ebenfalls einen Apparat erfinden, wo er mittels Strom Töne übermitteln kann. 1860 gelang ihm das auch und 1861 stellte er seinen ersten Prototypen vor. Der Titel des Vortrags klang so ähnlich so, Töne über unterschiedliche Distanzen mittels galvanischen Strom zu übermitteln. 1863 durfte er einen dieser Apparate bei Kaiser Franz Josef vorstellen. Damals wurden musikalische Töne übermittelt. Da Philipp Reis sehr früh verstarb mit 40 Jahren und seine Erfindung auch nicht wirklich den Anklang hatte, den er sich erhofft hatte, wurde diese Entwicklung nicht wirklich fortgesetzt. Alexander Graham Bell hat es ja dann 1876 gemacht und die Telefone fanden Einzug bei uns zu Hause. Festnetz und später auch das Handy. Es gab ein A-Netz, B-, C- und D-Netz. Und an alle, die sich noch an das D-Netz erinnern können, damals zahlte man ja noch Passivgebühren, wenn man angerufen wurde. Ich glaube, da hat man noch nicht so viel telefoniert, da es für beide Seiten noch sehr kostenintensiv war. In den 90ern kamen dann das GSM-Netz, es wurden SMS erfunden, man konnte Textnachrichten versenden. Und mittlerweile in Zeiten, wo es WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter und Co. gibt, sind wir auch wirklich 24/7 on air. Wie geht es dir damit? Nimmst du dir hin und wieder quasi eine digitale Auszeit, dass du offline von der Welt bist? Immer mehr Freunde tun das bei mir, die sich bewusst Zeit für sich nehmen und das Telefon auf Flugmodus schalten, damit sie nicht immer reagieren müssen, sondern dass sie Zeit für sich selbst haben. Falls du hier Erfahrungen damit hast, teile sie doch mit uns. Wir freuen uns auf deine Kommentare, auf deine Erfahrungen mit dem digitalen Detox. Wie immer euch eure Woche laufen mag, ich wünsche euch Zeit für euch selbst und wir sehen uns nächsten Dienstag. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.